Servus und ein ganz herzliches Willkommen. Ich grüße alle meine Zuschauer. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, wenn wir ein paar neue noch dazugekommen sind. Jo, warum komme ich heute auf so eine Begrüßung? Ganz einfach. In letzter Zeit bin ich wieder wiederholt angefragt worden, ob ich nicht einzelne Personen grüßen könnte. Ja, ich weiß, dieser Wunsch, der geht immer wieder rum. Und da gibt es immer wieder, die schreiben dann, ja, wir sind ganz treue Zuschauer und kannst du nicht einmal und würdest du nicht einmal. Verstehe ich auch immer. Aber ich sag's gleich vorweg. Mache ich nicht. Tut mir leid. Seid bitte nicht böse, seid bitte nicht traurig. Aber ich mache das aus Gleichberechtigung, weil fange ich's bei einem an, dann will's der Nächste und der Nächste und der Nächste und es wird immer mehr. Und bevor wir nur noch stundenlang stehen und Leute begrüßen, begrüße ich hiermit immer meine Zuschauer alle gemeinsam. Und dann gibt es da keine Streitigkeiten untereinander. Das will ich eben vermeiden. Also nicht böse sein. Wenn ich einmal einen Livestream mache, dann sieht es anders aus. Da suche ich aber aktuell noch eine passende Kamera dafür. Also geplant ist da schon was. Ich habe mich jetzt gerade ein wenig ins OBS eingefunden. Und ja, ich habe mich da mit jemandem schon ein wenig unterhalten. Wir haben da schon ein wenig gequatscht. Und da mal gucken, was da noch kommt. Also da kommt auf jeden Fall immer noch was und da kann ich die Leute natürlich dann grüßen, die im Chat dabei sind und die dann im Livestream zugucken. Aber in die Vlogs einzeln mache ich es definitiv nicht. Einfach um Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Also nicht böse sein und jetzt wünsche ich viel Spaß beim aktuellen Video. Wir gehen jetzt gleich einmal raus und draußen werde ich gleich was erleben. Da gibt es was zu sehen. Ja, was haben wir denn für eine Neuerung? Ja. Heute Nacht hat es den allerersten Schnee in diesem Jahr gegeben. Die Schneefallgrenze ist auf 366 Meter gefallen. Wie man sieht, es liegt ein bisschen was da. Natürlich jetzt nicht die großen Mengen. Es taut auch schon wieder weg. So kalt ist es jetzt gar nicht mehr. Aber immerhin, der erste Schnee ist da. Ich bin zwar eigentlich kein Freund vom Schnee, aber naja, weiß bedeckt schaut es ja auch nicht schlecht aus. Sagen wir es doch, wie es ist. Und der Winter gehört halt nun mal dazu. Ja, und ich würde sagen, wir lassen jetzt mal die Schweine raus. Und dann bin ich mal gespannt, wie die auf dem ersten Schnee reagieren. Meine Hühner kennen es, die Hunde kennen es, die Pferde, der Esel, die Ziegen kennen es. Die Schweine haben noch keinen Winter mitgemacht. Da schauen wir noch mal, wie die jetzt darauf reagieren. So, jetzt sind wir unten am Stall. Und ich habe hier schon Futter mitgebracht, wie man sieht. Das ist vom Wohnung aussortieren, ein paar alte harte Cornflakes. Die freuen sich. Ja, machen wir ihnen nochmal auf. Hier unten ist es ja nicht mehr ganz so viel Schnee, wie man sieht. Aber ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie die sich freuen, wenn sie jetzt raus dürfen. Die kennen wir ja auch noch nicht. Was denn? Moin. Der Schnee interessiert sie aktuell nicht. Das Futter ist interessanter. Erst einmal weiß ich dem wo raus. Die haben genau gewusst, dass es draußen was gibt. Ja, die sind es schon richtig gewohnt. Halt, Gewohnheitstiere. Man kommt früh und bringt ihnen was mit. Ja, und so schaut es jetzt dann aus. Um die Hühner was zu picken. Die Schweinchen haben wieder Kartoffeln. Das sind jetzt wieder eigene Kartoffeln, die ich damit gekocht habe. Die ja ganz kleinen, die halt blöd zu schälen sind. Obwohl die gehen ja von der Größe noch, aber es sind ein paar kleine dabei.
Die weißen Hühner machen sich auf weißem Hintergrund auch gut. So Leute, heute kommt nochmal eine Aktion, da haben sich ja schon einige drauf gefreut, wenn nochmal eine von den Kettensägen in Einsatz kommt. Ja, meine Mutter, die braucht ein paar Tannerzweigler um für ihre Kräuterschnecke zum Abdecken. Und da habe ich gesagt, naja, die kann ich hier runtersägen, bevor ich mich jetzt da nicht groß ablacke, die starken Äste unten her mit der großen Gartenschere abzerschneiden und nämlich schnell die Kettensäge, das geht ruckzuck. Der Baum, der soll sowieso weg, den wo ich jetzt da wegen stutz, weil der ist zu groß geworden, die Wurzeln, die gehen jetzt rüber in die Garage rein, da kommt jetzt der weg. Aber ich kürze jetzt quasi erst einmal unten und hole mir von den Tannenzweigen ein wenig was für die Kräuterschnecke und der restliche Baum, das kommt dann auch nicht mal, das, wenn man dann einmal alles abgedeckt hat, alle Beete, alles was man halt zudecken will, dann wird der Baum auch einmal fallen. Eventuell kann man ja noch als Weihnachtsbaum verwenden, ne? Ja. Und welche Säge nehme ich heute zum Einsatz? Jetzt war ich schon unten gestanden, habe schon überlegt. Husqvarna, die 034, die Glana Dolma, also die PS4 von meinem Bruder natürlich nicht, die gehört nicht mir. Die nutze ich da nicht. Aber ich habe mir gedacht, ach, ich glaube, ich hätte irgendwie Lust auf die 038. Na ja, die ist natürlich übermotorisiert für den Zweck, aber der Klang ist nicht schlecht. Nehmen wir mal die dazu, mal gucken, ob sie anspringt. Und dann wünsche ich jetzt einfach mal viel Spaß dabei. Ja, vor dem Baum sollen ein paar Äste runter. Und das machen wir jetzt einfach. Schutzkleidung natürlich an. Aber wenn es übertrieben ausschaut, aber Gehörschutz brauchst du eh. Und ein wenig Gesichtsschutz ist auch nicht verkehrt. Und wenn es mit der Kette abrutscht, in die Hose auch rein oder in die Schuhe. Also, scheiter Schutzkleidung. Habe ich eigentlich immer zum Arbeiten mit der Säge an. So gehört sich das, auch wenn es übertrieben ausschaut. Dann schauen wir mal, ob das Ding funktioniert. Da läuft doch die Kiste. Ja, und so schnell ist sie unten rum ein bisschen eingeschnipst.
Ja, im Großen und Ganzen abgedeckt ist der Haufen. Oder besser gesagt die Kräuterschnecke. Ein paar Stellen haben wir natürlich noch. Zum Beispiel hier unten. Da werde ich wohl noch ein bisschen was hin tun müssen. Weil sonst zieht es vor dort die Eiseskälte rein. Und ja, warum decken wir das Ganze ab? Einfach damit im nächsten Jahr nicht alle Kräuter dann erfroren sind, sondern dass irgendwas übrig bleibt. Weil wenn das im Winter doch einmal richtig knackig kalt wird und jetzt, wenn es immer mal wieder Frost gibt, dann gehen die ganzen Kräuter kaputt. Deckt man sie aber ab, das schützt doch ein bisschen. Und nächstes Jahr hat man dann noch, sage ich mal, 90% von den Kräutern auf der Kräuterschnecke verfügbar. Die braucht man dann bloß ein wenig auszupfen, ein wenig zurückschneiden. Das alte trockene Zeug dann weg und dann kommen die normalerweise wieder wunderbar. So war es immer. Ja. Und dann sollte das wieder passen. Also ich würde sagen, ich säge noch ein paar Ästchen runter. Dann stopfen wir die letzten Ecken und Dinge gar zu, dass es dann richtig dicht ist. Und dann haben wir das hier auch schon wieder erledigt. So, und wie man sieht, sieht man jetzt nicht mehr abgedeckt soweit, das passt. Sind die Kräuter für den Winter gewappnet, kann nichts mehr passieren. Gut, das war's mit der Arbeit. Ja, und der Baum, der schaut jetzt natürlich ein bisschen gerupft aus. Machen wir mal einen Schwenk. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen nackert. Aber so ist das halt. Wie gesagt, der muss ja eh weg. Aber so kann er noch ein wenig stehen bleiben, kann man noch Meisenknödel nachhängen. Und bei Bedarf kann er dann weg. Als Weihnachtsbaum ist er nicht ganz optimal, weil er oben recht dünn ist. Ach, mal gucken, wie ich lustig bin. Vielleicht wird er ja doch noch ein Weihnachtsbaum. Wird man sehen. Haha, Leute, der Kram ist fertig. Nee, Spaß beiseite, natürlich nicht. Da liegt jetzt bloß die Motorhaube vom K15 drauf. Die passt ja nicht 1:1 auf den Schlepper drauf, aber ich habe die ja mal gebraucht zum grob anpassen. Ja, was habe ich gemacht? Die Kühlerschläuche müssen jetzt rein. Der soll jetzt einmal Probe laufen, da habe ich den alten Kühler vorne schon aufgesteckt und oben das Thermostat dazwischen gebaut. Da muss jetzt bloß die Haube mal runternehmen, dann kann ich euch das zeigen. Ja, und jetzt müsste eigentlich vorne der Kühler unten noch angeschlossen werden. Die Problematik bei der Sache ist bloß, mein Kühleranschluss, der liegt hier unten, da, und die Wasserpumpe sitzt hier, da oben. Ich mache jetzt gleich mal die Haube runter, dann sieht man das ein wenig deutlicher. Die Problematik ist, original war von der Wasserpumpe oben ein Rohr runter, das ging ganz scharf hier dran vorbei, hatte unten einen scharfen 90 Grad Bogen und da war hier bloß ein Schlauch drauf gesteckt, ein ganz kleines drum. Das Rohr ist aber scheinbar schon mal beim Vorbesitzer abgesägt worden, oder war es weggebrochen oder was, die haben sie jedenfalls abgetrennt gehabt. Jetzt ist oben bloß noch ein Stummel, wo ein Schlauch drauf kommt. Und ja, da war jetzt der Schlauch drin. Das Problem ist bloß, wenn ich da einen Schlauch reinmache, der steht natürlich dann ziemlich weit hier raus. Und der schleift mir hier an dieser Riemenscheibe, weil der natürlich nicht in der Form hier runter geht, sondern den drückt es halt automatisch nach hinten, weil das ja hier so eckig ist, so scharf ums Eck rum, knietscht es mir dagegen. Ja, der Vorbesitzer hat es gelöst, die hatten einfach Schnüre genommen und haben es vorne an die Lampen unter der Haube angebunden. Das ist natürlich nicht der schönste Weg, also das möchte ich vermeiden. Wie schaut denn das aus, wenn ich dann nur mit Schnüre anfange? Ja, zwar die Idee, einen Flexschlauch zu nehmen, also quasi einen, den ich formen kann. Jetzt bin ich durch ganz Kulmbach gefahren,
Hab alle Läden abgeklappert, die sowas haben könnten. Ja, alle haben sie mir erklärt. Haben wir nicht. 55er Durchmesser, ich brauche 19er Innendurchmesser. Blöd gelaufen, ja gut. Im Internet geguckt, ja, da gibt es diese Formschläuche. Ja, der kostet natürlich dann, muss der einen Meter abnehmen, kürzer kriege ich es gar nicht. Ich brauche hier vielleicht, das sagen wir mal, 40 Zentimeter. Einen Meter müsste ich abnehmen, kostet einen Meter so zwischen, ja, 60, 80 Euro. Ist mir ehrlich gesagt ein wenig teuer. Dann habe ich gedacht, naja, zweite Idee, Messingrohr. Messingrohr lässt sich relativ leicht biegen. Dann biege ich mir halt einfach mal Form hier zurecht. Hier oben mal 90 Grad Bogen, Kerze gerade unten und unten nochmal 90 Grad Bogen. So war der Gedanke. Jetzt bin ich rumgefahren. Messingrohr mit 19er Durchmesser kriege ich auch in ganz coolen Mach nicht. Also das ist wieder mal, ja, ich bin begeistert. Ich sag's wie es ist, ich bin total begeistert. Na gut, jetzt muss ich halt gucken, wie ich das mache. Ich habe ein Stahlrohr gefunden, das hätte den richtigen Durchmesser. Das liegt hier. Ja, das würde zwar passen, weil ich darf natürlich den Innendurchmesser nicht zu klein nehmen, sonst habe ich diese Durchsatzleistung nicht mehr, die die Pumpe braucht und dann kühlt der Motor nicht richtig und das will ich ja nicht. Also dürfen die Rohre nicht zu dünn innen sein, zu schmal von der Bohrung. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Stahlrohr in der Stärke zu biegen, ich habe es schon versucht mit heiß machen, kannst du vergessen. Ein Biegegerät habe ich nicht. Wüsste ich auch niemanden, der sowas hat. Jetzt war die nächste Idee, ich könnte es ja alles voneinander schneiden und könnte es dann zusammenschweißen. Ist aber natürlich auch eine saublöde Idee, weil zusammenschweißen, ich kriege das garantiert nicht mehr dicht. Ist auch blöd, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Jetzt war die nächste Überlegung, eventuell einen Schlauch nehmen mit 90 Grad Bogen, also 19er Innendurchmesser und 90 Grad Bogen, einen oben, einen unten. Zurechtstutzen könnte man ja selber. Ja, dann habe ich da gefragt, hat auch keine. Ja, im Internet, da liest du dann die verschiedensten Bewertungen, dann gibt es da welche, dann gibt es da welche, dann gibt es da welche. Aber alles auch nicht so das Richtige und ich wollte ja eigentlich das Ding möglichst zügig jetzt da mal zum Laufen kriegen. Nachdem wir jetzt den ersten Schnee auch gehabt haben, dann weiß ich nicht, wie lange es noch dauert, bis dann hinterher wieder so richtig schön schlammig ist. Und eigentlich genau für den Zweck sollte dieser Schlepper da sein. Mist. Eindeutig, das ist alles Mist. Ja, jetzt versuche ich es nochmal mit dem Rohr da. Jetzt mache ich es nochmal noch heißer. Das hat ja gestern eigentlich schon das Glühen angefangen, aber dann versuche ich es nochmal jetzt richtig. Da halte ich ja mal ein wenig länger drauf, mit mehr Geduld. Und dann gucken wir mal, vielleicht wird es dann doch noch. Irgendwie ist das alles eine riesen Krux. Na, was soll's. Ich gebe es mittlerweile schon auf. Also an dem Bulldog, keine Ahnung. Da baust du und machst du und tust du. Nimmt kein Ende. Hilfe. Ja, die Schwimmstellung von der Hydraulik geht ja auch nicht. Die müssen wir auch noch machen. Da gehört innen wieder ein neuer Stift rein. Der ist abgenutzt. Normalerweise rastet bei dem Schlepper der Hydraulikhebel hinten ein. Dann habe ich eine Schwimmstellung. Und die Geräte laufen dann schön hinterher über Bodenunebenheiten und das. Ja, wenn die nicht geht und du hast einen Heuwender dran. Ja, einmal knitschst du den voll neuen Boden rein, weil die Hydraulik da, die kann halt heben. Halten und drücken und Schwimmstellung. Ja, und wenn du keine Schwimmstellung hast, dann hält er dir die fest auf der Stellung. Und wenn du natürlich durch ein Loch oder was durchfährst, einmal hebst du das Gerät aus und beim nächsten Mal stürzt es voll in den Boden ein. Das wäre natürlich nicht so toll. Dann sind die Zinken vom Heuwender gleich wieder abgebrochen. Ja, von daher, das gehört auch noch gemacht. Ja, die Bremsen gehören noch gemacht. Ja, und mein Vater, der hat heute auf der Arbeit den Dieselfilter dabei. Da kommen auch neue Leitungen ran. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Leitung zeigen kann, wie die dann ausschaut. Doch, kann ich. Der hat vor, solche Leitungen hier zu verbauen. Das ist dieses Edelstahlgewebe außenrum. Und da kommen dann auch neue Leitungen hin, vom Tank quasi bis vor zu der Einspritzpumpe. Und dann ist das auch alles neu und absolut dicht. Ich versuche jetzt mal was aufzutreiben oder was zu biegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
aus. Ja, so schnell ging es dann. Ich wollte eigentlich noch die Szene aufnehmen. Ich habe dann den, also als Hydraulikrohr gefunden. Oben, das habe ich mir zurechtgeschnitten. Das war von einem alten Mulcher. Und an 90 Grad Schlauchbogen, ein kleines Fitzerle. Das war bloß so kurzes drum. Ja, ich habe dann heute noch ein gepopelt gehabt und habe mir das zusammengestutzt. Und ja, am Ende hat es wunderbar gepasst. Ja, das wollte ich eigentlich vorhin die Szene aufnehmen und immer wieder ist irgendwas dazwischen gekommen. Da war die Post da und dann war der Hund gekläfft, dann habe ich geschaut, was da war. Und dann kam der Vater gerade zum Tor rein, da habe ich es bleiben lassen. Ja, dann vorhin relativ kurz entschlossen, schnell den Hatztank drauf gebastelt und die Leitungen angeschlossen, ein bisschen Sprit rein. Ja, ein bisschen Strom hingelegt und Probelauf. Jo, die Kiste rennt. Die Kupplung muss noch eingestellt werden. Die rechte Bremse ist kaputt. Da brauchen wir definitiv eine neue. Da ist jetzt die Überlegung, ob wir es wie beim KL300 aufkleben lassen. Kostet natürlich gleich einmal einen Batzen mehr Geld. Aber wird man sehen. Und sonst läuft er ja ganz gut. Schalten lässt er sich, vorhin hat er probiert. Die Zapfwelle läuft. Vorne der Mähantrieb läuft, also die Riemenscheibe. Das funktioniert schon mal alles. Das ist schon mal gut. Ja, wie er sich fährt, das haben wir natürlich noch nicht probiert. Da war schon ein wenig zu spät dazu. Und ja, wie man im Video sieht, wir haben ihn am Anfang ohne Auspuff laufen lassen. Das knallt natürlich ordentlich. Das kommt auf dem Video ganz schlecht rüber. Aber mit Auspuff dann danach, das klingt deutlich humane. Das ist auch noch laut, aber deutlich angenehmer für die Ohren. Und jetzt muss die Uhr natürlich mit dem Ei klingeln, das ist typisch. Genau solche Dinge sind es, die die Szenen immer versauen. Ah ja, gut. Auf alle Fälle soweit. Rennt die Kiste jetzt. Morgen werde ich mir dann nochmal ein bisschen Probe fahren. Mal schauen, dass er mal warm wird. Dann kann das Getriebeöl raus. Und ein frisches rein. Ja. Dann sehe ich auch gleich, ob das Getriebe dann schön sauber durchschaltet. Ob ich die Gänge alle eingelegt kriege, ob ich irgendwelche Geräusche habe, ob die Gänge rausfliegen oder was. Weil das weiß ich ja noch nicht. Das werde ich dann sehen. Und wenn das gemacht ist, dann, wie gesagt, die Bremse. Dann wird das gemacht. Und wenn man die Bremse macht, dann macht man natürlich nicht nur eine Seite. Das wäre ja Schmarrn. Dann macht man beide. Und dann, so langsam aber sicher, kann ich dann auch mal dran denken zu waschen. Dann kann er grundiert werden. Ja, wo gucke ich von da hin? Ich schneide gerade. Aktuell um 23:16 Uhr. Morgen früh um 6 Uhr muss ich raus. Um 8 Uhr fange ich das Arbeiten an. So läuft es. Ja, auf alle Fälle dann waschen, grundieren und dann endlich lackieren und zusammensetzen. Und dann hoffe ich doch, dass die Kiste irgendwann in diesem Jahr, also noch 2018, läuft. Mal vorher das auch schon immer, ja, im neuer Jahr, im neuer Jahr, im neuer Jahr. Ich kann es schon gar nicht mehr hören. Ich hoffe, das kriegen wir noch irgendwie in 2018 gebacken. Weil sonst. Also, das ist eine Baustelle. Der KL300 war Scheißdreck dagegen. Das sage ich so, wie es ist. Der war definitiv einfacher. Da waren zwar auch einige Teile kaputt und da ist auch immer mehr gekommen. Aber so viel wie da. Also, da ist wirklich. Alles jetzt gemacht an dem Bulldog. Lenkung, Vorderachs, der ganze Motor, Grund auf, alles neu, Kurbelwind geschliffen, neuer Buchsen, neuer Kolben. Alles bis aufs kleinste Ding zerlegt und gemacht. Und jedes Mal, wenn es was fertig kommt, ist das nächste gekommen, wie die Lenkung, dann jetzt die Bremsen, dann irgendwann, mock's dann nicht mehr. Aber wie gesagt, das wird jetzt auch gar. Hoffe ich doch. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, das Video hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Ja, und dann würde ich sagen, man sieht sich am Freitag wieder. Bis dahin. Da schauen wir mal. Vielleicht habe ich bis dahin nochmal Probefahrt gemacht, auf die ich euch mitnehmen kann. Hier habe ich jetzt den Probelauf mit reingenommen, mal wegen durcheinander. Aber das macht ja nichts. Und jetzt würde ich sagen, bis zum Freitag um 16 Uhr. Da sehen wir uns wieder. Eine schöne Woche und anscheinend auch noch. Servus.